So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Eine neue Folge Pokémon Go. Guckt mal, wo ich hier stehe. Da brennt die Sonne. Da ist so eine Infotafel. Der Waldgarten im Stadtteil Jerusalem. Sieht das nicht herrlich aus, ne? Da wisst ihr, wo ich mich rumtreibe. Oh mein Gott, alles geleakt. Und hier ist eine Bank mit Schatten. Und dann die nächste Bank mit Schatten. Und dann die nächste Infotafel und noch eine Infotafel. Das nächste Event hat nämlich begonnen, das Wasserfestival bzw. die Strandwoche. Ich habe schon gesagt, da gibt es wieder eine Forschung. Ich werde mir die Forschung nicht holen. Wenn jemand von euch mir die Forschung schenkt, okay, müsst ihr nicht, brauche ich nicht, ist Quatsch. Und was ist passiert? Mir wurde die Forschung natürlich geschenkt. Dazu gucke ich mal kurz hier rüber in den Community-Tab. Da habe ich das auch gepostet. Der Prinz hat mir nämlich die Forschung geschenkt und die hat auch immerhin 6,99 gekostet, glaube ich. 5,99 oder 6,99 und das alles nur für eine Pose. Ansonsten gibt es da, glaube ich, nichts. Ob es da wirklich nichts gibt, das sehen wir aber jetzt, denn weil er mir die Pose geschenkt hat, habe ich mir gedacht, mache ich extra dieses Video dafür, zeige euch die Aufgaben der Forschung, zeige, was es als Belohnungen gab und lege am Ende auch natürlich die Pose an. Dankeschön an Prinz für das Event-Ticket und die damit verbundene Pose hat er gemacht. Wir gehen mal direkt rüber. Und erstmal habe ich mich vertan, ich bin nämlich hier rein auf Spezial und wollte die Forschung im Spezialtab finden. Da ist sie aber nicht, denn das hat noch einen Haken. Nicht nur, dass die mega teuer ist, ihr müsst sie auch noch in einem bestimmten Zeitraum erledigt haben, sonst habt ihr Pech. Gerade bei einer gekauften Forschung fände ich es ja gut, dass sie für immer an eurem Account haftet und ihr die halt jederzeit machen könnt. Aber diese befindet sich hier drüben im Heute-Tab, da es eine befristete Forschung ist. Ihr gebt also 6 Euro aus und habt dann 6 Tage Zeit, die Forschung abzuschließen. Ansonsten habt ihr 6 Euro für nichts bezahlt. Fange 10 Pokémon vom Typ Wasser, lande 5 gute Würfe, verschicke 5 Pokémon, verwende 5 Bären beim Fangen von Pokémon. Das ist nicht viel. Ich suche mir ein paar Wasser-Pokémon, versuche die einzutüten. Hier sehen wir zum Beispiel einen Mantax. Bären soll man verwenden. Da tun wir eine Beere drauf. Ja, toll jetzt. Jetzt hängt er natürlich rechts. Warte mal, wenn ich das so festhalte mit der Hand, mit der Sonne im Hintergrund, kann ich ja bestimmt nur nach rechts ziehen. Ja, war aber nicht großartig getroffen, war auch nicht gut getroffen, war einfach gar nicht in den Kreis getroffen. Ich suche mir mal ein Plätzchen, wo ich mich vielleicht kurz mal abstellen kann und ein paar Pokémon fangen. Gleichzeitig habe ich auch noch den Feldforschungsdurchbruch. Den kann ich auch noch abholen. Da ist ein Tarnel drin. Das Tarnel geht auch nach rechts. Ich schaffe es mit meinem Daumen nicht hinterher. Fangen wir noch das Tarnel. Das ist zurückgekommen. Es greift an. Wir curven nochmal. Großartiger Wurf. So muss das aussehen. Ich laufe jetzt mal ein Stück da hinten in den Wald rein. Da ist nämlich auch ein kleiner Bach. Vielleicht finden wir an dem Bach ja Wasser-Pokémon. Obwohl die eigentlich überall hier sitzen. So, zwischendurch kommen wir jetzt hier am Meininger Fledermausturm vorbei. Das ist dieser Oschi, der da hinter mir steht. Steht unter Naturschutz irgendwas, weil da sind halt die kleinen Batmans drin. Wir laufen aber jetzt weiter. Ich möchte da hinten an das Gewässer geradeaus in dieses Waldstück rein. Da ist ein Bach, da ist sowas wie ein Friedhof. Da möchte ich jetzt mal ein Wasser-Pokémon im AR-Modus beim Wasserfang für den letzten Wurf und die letzte Beere. Ja, leider habe ich jetzt auf dem Weg hierher einen Seebobs angeklickt, habe extra versucht, immer schlecht zu werfen, damit der letzte gute Wurf nicht weg ist. Habe jetzt aber aus Versehen einfach fabelhaft getroffen beim Seemobs. Jetzt ist leider der 5. gute Wurf weg. Die Beere ist noch nicht weg und ein Wasser-Pokémon steht trotzdem noch aus. Wir laufen also weiter hier in diesen Wald, in dieses Dickicht. Grüße an der Turin. Magst du mitwandern? Guck mal, wie es hier runter geht. Hui, da ist Geschoss dran. So, hier haben wir jetzt einen Wegweiser gefunden. Welgershäuser Friedhof Unterer Kirschgrund. Das ist also das, was dahinter ist. Ansonsten Welgershausen Kirche, Jerusalem Waldgarten, Haselbusch, Jerusalem Waldgarten, Udendorf, Waldorf. Waldorf 6,5 Kilometer. Da gab es damals gute Pizza und da gibt es auch die Märchenhöhle in Waldorf. Wenn nicht, googelt mal nach Märchenhöhle Waldorf, werdet ihr sehen, die gibt es da wirklich. Und hier haben wir jetzt einen Bach gefunden.
Das ist ein Bach. Und hier brauche ich jetzt ein Wasser-Pokémon. So, und das ist das Gute an den weißen Gummischuhen. Ihr könnt einfach überall damit hin. Auch hier ins Wasser. Dass wir jetzt im Wasser Wasser-Pokémon fangen können. Was totaler Quatsch ist. Handy habe ich jetzt mal hier abgelegt. Das setze ich mir jetzt mal kurz drauf. Schau mal. Ich hoffe, das fällt nicht um. Und schau mal, ob wir das abholen können, ob wir jetzt hier was fangen können. Die Sonne brennt halt von hinten richtig rein. So ein bisschen tricksen. Da ist auf jeden Fall Weilmar. Ganz viel Weilmar und Seemops. Ich tippe mal aufs Seemops. Ich brauche ja noch eine Beere. So. Und ein Wasser-Pokémon. Das heißt, wie ich werfe, ist egal. Ist großartig. Gut wird gebraucht. Großartig ist getroffen. Der bleibt drin. Dann können wir gleich die Pokémon-Belohnung abholen hier. Achso, ich wollte es doch im AR-Modus fangen. Wir machen das Ganze nochmal beim Weilmar. Gehen mal auf den AR-Modus. Gucken mal, ob jetzt hier irgendwo da. Seht ihr das? Ja, jetzt kommt die Sonne wieder. Da ist Weilmar im AR-Modus im Wasser. Es ist halt mit der Sonne wirklich ein bisschen brutal. Können wir den fangen? Schmeißen wir einen Ball drauf, hoffen, dass der drin bleibt. Im Bach. Weilmar im Bach. Das ist die beste Perspektive, die ich je hatte. Dann gehen wir mal drauf, versuchen mal die Belohnungen abzuholen. Ist halt nicht viel. Achso, 5 Pokémon verschicken muss ich ja auch noch. Ja, dann gehen wir schnell mal rein. Ich stelle mich mal wieder hin. Das ist halt echt. Ich laufe mal noch ein Stück rein, wo dann wieder Schatten ist. So. Oder schaut mal hier. Hier liegt eine Flasche. Da hat jemand getrunken. Und hier ist eine Röhre, da kommen die ganzen Plörre raus. Und hier im Dickicht versuche ich jetzt mal meine Pokémon zu verschicken, damit ich hier nicht gestört werde. Wir gucken einfach mal die letzten, ob da irgendwas Gutes dabei war. Wir werden das kurz durch, sehen, dass das alles schlecht ist. Wir können jetzt 5 Stück verschicken. So, um die Aufgabe abzuholen, die Belohnungen einzukreiden, haben wir hier Staub, 1000 Staub, 10 Bälle, Pokebälle, 5 Superbälle, 10 Himmibären, nochmal 1000 Staub, plus 1000 Erfahrungspunkte und eine Begegnung mit Scampisto. Scampisto wurde neu als Shiny eingeführt, kann ab jetzt also schillern, ist wahrscheinlich das Ziel von vielen Leuten, die das Wasserfestival jetzt nutzen wollen, um Scampisto als Shiny zu bekommen. Ich wusel hier wieder raus, denn irgendwo ist auch eine Sandburg in den Belohnungen drin. Und die Sandburg möchte ich natürlich im Sand fangen. Die Wasser-Pokémon haben wir im Wasser gefangen. Die Sandburg müssen wir im Sand fangen. Aber hier ist auch noch eine. Da ist auch noch eine Röhre. Das sieht doch auch super aus. Das Scampisto bewerten wir mal kurz, weil das ist ja aus der Aufgabe, hat sogar 3 Sterne, sieht recht gut aus. Gehen jetzt mal ins nächste Kapitel, hier gibt es die Pose, das ist schon alles, das ist die zweite Seite. 15 Pokémon vom Typ Wasser, 5 großartige Würfe, verschicke 10 Pokémon und verwende 10 Bären beim Fangen von Pokémon. Das machen wir jetzt fix und sehen uns im Sand bei der Sandburg wieder, wenn wir die Pose anlegen. So, ich bin vorhin von da oben gekommen durch den Wald, bin da runter, bin da rüber und laufe jetzt mal diesen unteren Weg hier lang. Ich habe keine Ahnung, wo es da hingeht. Wir sind sonst nämlich immer, wenn wir mal spazieren sind, da oben lang. Aber ich sehe schon hier überall Ausfahrt freihalten. Alte rostige Gammelkette, hier Stacheldraht, richtig heftig. Da war wohl mal ein Gebäude drin, ich weiß nicht welches, aber ist auf jeden Fall nur noch ein Rest da. Betreten verboten, Privatgrundstück. Dort sehe ich lauter Vogelhäuschen und eine Bank zum Chillen, also das lädt auch ein zum Hinsetzen, aber nicht für mich jetzt. So, der Rauch lockt alles andere an, außer Wasser-Pokémon, ein wildes Geradax. So, da komme ich jetzt, da geht es wieder ein Stück hoch und da ist das nächste Tor mit einer Kette dran. Hier neben mir ist der nächste Bauzaun mit irgendwelchem rostigen alten Maschendrahtzaun, da unten ist irgendwie eine komische Werkshalle. Ich laufe jetzt trotzdem weiter hier vor und gucke, wo ich rauskomme. So, ich komme immer noch von da hinten, hier ist schon wieder ein Zaun und irgendwie schon wieder alte, vergammelte Gebäude.
Betreten verboten, Einsturzgefahr. Hier stehen alte Autos ohne Kennzeichen. Hier geht's runter an eine Straße. Das ist mein erstes Mal, dass ich hier langlaufe, wo ein Pokémon immer hinführt. So, ich mache jetzt mal fix diese Arena hier. Ich habe nämlich die andere Seite vom Fledermausturm gefunden, wo es hier die ganzen Treppen hochgeht. Hier laufen aber querbeet ein. Das ist dann einmal steiler, aber gefühlt effektiver. Man sieht eh nichts. So, ich habe jetzt dieses Knuddelluft in die Arena gesetzt. Und das hier meinte ich mit Treppe, was nicht mal aussieht wie eine Treppe, weil es einfach nur irgendwelche Steine sind. Aber irgendwann kommt man an, auch wenn es immer schmaler wird und hochgeht. Genial. Und da ist der Resttreppe, den wir noch vor uns haben. Immer noch auf der Suche nach Sand. So, der Ramses sitzt. Das heißt, wir sind endlich angekommen im Sand. Da drüben ist ein Spielplatz. Hier ist der Sand. Guckt euch das an. Da kannst du deine Füße schön reingraben. Bis zum letzten Erbrechen. Und wir müssen nur noch, achso, das kann ich jetzt wieder so zeigen. Wir müssen nur noch ein Wasser-Pokémon fangen und ein Pokémon verschicken. Hier sitzt ein Litumyph. Das habe ich jetzt noch gar nicht gesehen. Wir hauen mal aufs Litumyph einen Ball drauf. Versuchen den mal einzutüten. Ich sehe, die Belichtung ist wieder schlecht. Wir sitzen schon wieder gegen die Sonne. Hätte man sich so rumsetzen müssen. Irgendwie rum hätte man sich bestimmt setzen müssen. Litumyph gegen die Sonne. Ach, und jetzt habe ich es auch wieder verkackt. Ach nee, doch nicht. Und Litumyph ist gar kein Wasser. Junge, was ist denn da wieder falsch? Seemops. Jetzt aber. Seemops eintüten. Großartiger Wurf. Also den wollten wir ja das Sand-Pokémon im Sand fangen und nicht das Litumyph, nicht das Wasser, was gar kein Wasser ist. Wir müssen eh noch eins verschicken. Wir bewerten also, das Seemops hat 3 graue Sterne, schicken das noch weg. Die Aufgabe ist auch fertig. Holen nochmal ab 1000 Staub, 15 Bälle, nochmal 10 Bälle, nochmal 5 Bären. Jetzt gibt es eine Pose und ein Pokémon-Erschein. Und das müsste jetzt Sangabu sein. Der Titel der Pose auch schon wieder verbuggt, oder wie? Sankabu, guckt es an, 515 WP. Der soll aber jetzt im Sand, Sankabu im Sand gefangen. Fürs Thumbnail, genau. Ja, wir werfen jetzt einfach mal hier einen Ball drauf. Es ist halt, das Bild passt nicht. Ich muss mir ein anderes Bild suchen, wo mein Gesicht eher zur Geltung kommt und dann den AR-Screen. Das ist mir viel zu dunkel schon wieder. Neuer Pokédex-Eintrag. Sangabu im Sand gefangen. Bewerten wir mal, ob der gut oder schlecht ist. Hat immerhin 3 Sterne, 15 Angriff. Machen wir mal was dran. Das ist weiblich. Gibt's da auch männlich? Ich brauche also jemanden, der mir ein männliches Sangabu im Lucky Trade geben kann. Damit ich dann weiblich, männlich, lucky, alles drin fertig habe. Und wir wollen natürlich noch die Pose anlegen. So, ich habe euch mal in den Sand gestellt, damit ich in Ruhe die Pose suchen kann. Wir gehen also mal auf Schrank. Posen. Und finde jetzt dann vielleicht irgendwann, ich habe mir diesen Style-Shop noch nicht angeguckt, seitdem der anders ist, die habe ich gerade an. Was sieht hier surfermäßig aus? Die letzte natürlich. Leg mal die jetzt mal an. Die Surferpose. Das ist jetzt schon fertig, oder was? Wenn ich das so ausgewählt habe. Muss ich nicht bestätigen. Ich komme aber irgendwie nicht zurück. Jetzt bin ich zurück. Habe die Surferpose am Start. Guckt euch das an. Mit Ignivore immer noch. Da laufe ich, bis ich die XL voll habe, damit ich es dann mal entwickeln kann. Ansonsten Dankeschön nochmal an den Prinz. Und ihr seht, auch wenn man nur eine Woche Zeit hat, die Forschung zu lösen, selbst ohne krasse Spawns, selbst am Arsch der Welt, selbst wo nichts wirklich los ist, schafft man es locker innerhalb einer Stunde, einer halben Stunde, die Forschung zu lösen, je nachdem,
wenn ihr wirklich auf dem Dorf seid, nur einen Stop habt, macht halt einen Rauch an oder lauft ein bisschen hin und her, macht es mit dem täglichen Spawn. Irgendwie werdet ihr es schon schaffen, also es ist gut möglich zu lösen, aber so richtig gelohnt hat sich das für den Preis von 6 Euro nicht. Ihr seht ja jetzt, was da drin ist, bis das Video online kommt. Entweder mache ich es am Mittwoch oder ich mache es am Donnerstag, lade ich es dann hoch. Müsste ich Raid am Mittwoch verschieben, schauen wir mal. Ansonsten war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.